Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich das wie immer als Dauerwerbesendung kennzeichnen. Einfach weil ihr hier überall Sachen seht, die ihr dann vielleicht auch haben wollen würdet. Da steht das auch nochmal und ich schreibe euch natürlich alle Bücher, die ich euch zeige, unten in die Infobox, damit ihr das ganz leicht wiederfindet. Und in den etwas längeren Videos gibt es immer Zeitstempel, damit ihr von Buch zu Buch, von Thema zu Thema springen könnt. Ja, um was geht's heute? Es geht heute um mein Neuzugänge-Video März. Jetzt muss ich gerade überlegen. Und zwar zeige ich euch heute alle Bücher, die ich im März dazu bekommen habe, gekauft habe, geschenkt bekommen habe, Rezi-Exemplare oder eins zumindest. Ich versuche das ja ein bisschen noch in der Waage zu halten, damit mein Sub auch mal kleiner wird, obwohl das ist leichter gesagt als getan. Und auch welche anderen Sachen dazugekommen sind oder was ich mir so geholt habe. Hörbücher, Spiele, Kreatives. Ihr kennt es vielleicht. Ja, fangen wir einfach mal mit dem ersten Buch an, das ich mir geholt habe. Das hat mich, ich weiß auch nicht warum, aber total angesprochen. Das habe ich häufiger auch bei Instagram gesehen, von Asako Yuzuki, Butter. Und zwar geht es da um eine Frau, eine Serienmörderin, die quasi auch, ich glaube, die Schwarze Witwe genannt wird, wenn ich das richtig gelesen hatte, denn sie kocht gerne für Männer und die bringt sie dann um. Das fand ich irgendwie gut und es geht halt auch darum, dass man beim Kochen dann irgendwie scheinbar genug Butter nehmen muss, damit es besser schmeckt. Und ja, ich weiß auch nicht, es hat mich irgendwie angesprochen und es ist ein Bestseller aus Japan und vielleicht ja auch was für die liebe Fabienne von Japan Connect. Deswegen, ich bin schon sehr gespannt, wann ich das lese und wie ich es finden werde. Aber ich glaube, bisher habe ich nur Gutes darüber gehört. Also, falls ihr das schon gelesen habt, könnt ihr mir das sehr gerne mal schreiben. Das würde mich interessieren. Und das Cover finde ich irgendwie auch witzig. Und irgendwie einfach der Titel so Butter. Ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich das gut. Ja, dann habe ich mir geholt, weil ich das auch häufiger gesehen habe. Ich glaube, Tintenkrähe hatte das auch gezeigt und auch noch bei Instagram so verschiedene. Und zwar von Fabienne Siegmund, der Wolkenphönix. Das soll ja so ein bisschen märchenhafter irgendwie sein. Ich gucke gerade irgendwas mit einer Wahrsagerin. Ich kann euch da jetzt auch gerade gar nicht so viel drüber erzählen, aber ich fand, das klang irgendwie ganz märchenhaft und interessant und so märchenhafte Sachen lese ich ja auch hin und wieder mal gerne. Deswegen das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, sieht schöner aus. Also klar, das ist ein schönes Cover so, das gefällt mir auch gut, aber ich fand auf den Fotos oder so sah das immer ein bisschen strahlender aus oder hatte irgendwie mehr hergemacht und so. Ah, ich sehe gerade, das hat aber auch ein bisschen Illustrationen. Das ist natürlich okay, ich nehme es wieder zurück vielleicht. Also, weiß nicht, ich hatte es mir irgendwie ein bisschen in echt noch so ein bisschen schöner vorgestellt, aber gut, so ist das ja immer mit Vorstellung und Realität. Ja, mal schauen, wann ich das lesen werde. Dann habe ich mir den ersten Band einer Reihe geholt. Und zwar habe ich mir endlich mal von J. Christoph Nevernight die Prüfung geholt. Das wollte ich auch gerne mal lesen. Prinzipiell sieht es ja gar nicht so dick aus, aber ich glaube, es hat trotzdem viele Seiten an die 700. Da geht es ja um ein Mädchen, die Rache nehmen möchte an Männer, die irgendwie ihre Familie getötet haben oder so und lässt sich dann zur Assassine ausbilden. Genau, ja. Ja, da habe ich halt auch schon so viel drüber gehört und halt auch nur Gutes und deswegen dachte ich, wage ich mich da vielleicht auch mal ran an die Reihe. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr das schon kennt. Ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Dann kommen wir zu einem weiteren Schmuckstück. Ich habe ein weiteres Buch von Neil Gaiman mir geholt, weil da auch eine liebe Zuschauerin gesagt hatte, dass das auch zu ihren Lieblingsbüchern gehört, beziehungsweise die Verfilmung zu ihren Lieblingsfilmen, und zwar Der Sternwanderer. Und zwar ist das eine neue Ausgabe und die fand ich echt unheimlich schön und die musste ich mir dann bestellen. Die ist jetzt auch Februar oder März auch erst erschienen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, soweit ich weiß.
Den Film hatte ich auch gesehen mal, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr richtig dran erinnern. Deswegen irgendwas mit Feen. ja, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen ich weiß noch gar nicht so genau, worum es geht. Aber weil, wie ihr wisst, mir der Ozean am Ende der Straße so gut gefallen hat, bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, Neil Gaiman Bücher zu hamstern. Aber vielleicht sollte ich auch erstmal demnächst mal wieder eins lesen. Ja, das nächste Buch, da ist so ein bisschen Sarah von Dunkelgefunkel dran schuld, weil bei ihr habe ich die Ausgabe gesehen und zwar Krabbert. Die Glimmerfeen hatten das ja letztens auch gelesen. Da fand ich es schon echt spannend und dachte, das könnte ich ja mal lesen. Und dann wollte ich es bestellen und habe die Ausgaben gesehen und dachte, die sind ja irgendwie nicht so schön. Und dann habe ich jetzt bei Sarah aber die hier gesehen und dachte, okay, die hole ich mir dann doch. Also, du bist schuld. ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Hört man ja an sich auch nur Gutes von. Ne? Ist ja auch so mit Zauberei und einer Mühle. Und ja, gibt es ja schon länger. Also bin gespannt. Und eine sehr schöne Ausgabe. ja, sowas macht mich glücklich. Das nächste Buch habe ich von meinem Mann bekommen, weil wir waren den einen Tag mal im Thalia und dann hat er gesagt, such dir ein Buch aus und dann habe ich mir ausgesucht Rotkäppchen. Ihr habt vielleicht auch diese ganzen anderen Teile hiervon gesehen, Alice im Wunderland, Peter Pan, die Meerjungfrau, was gibt's noch? Meerjungfrau, Peter Pan, Alice im Wunderland, war es das? Und dieses hier jetzt, das ist auch neu erschienen. Ich habe von diesen ganzen Adaptationen noch nichts gelesen gehabt, aber ich dachte, vielleicht wage ich mich dann da auch demnächst mal ran und lese dann und fange dann mit Rotkäppchen an. Das fand ich halt irgendwie vom Cover am schönsten und auch so von der Story. Und guck mal, da sind kleine Bluthände drauf. Also, es ist auch ein cooler Buchschnitt, finde ich. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann sein wird. Wie viele Bücher habe ich mir denn eigentlich geholt? Drei, sechs, sieben. Eins haben wir noch. Und zwar, das war ein Rezensionsexemplar aus dem Vesta Verlag. Wir haben schon immer im Schloss gelebt. Da müsstet ihr jetzt auch schon die Einzelbesprechung von bekommen haben, weil, wie ihr ja wisst, ich immer versuche, die Rezi-Exemplare auch zeitnah zu lesen. Hat mir auch sehr gut gefallen, allein schon der Schreibstil und wenn euch das interessiert, schaut euch da in die, in, schaut euch in, dann schaut da mal in die Einzelbesprechung rein. Ja, also, ne, es geht um zwei Schwestern, die leben alleine in so einem großen Anwesen mit ihrem Onkel. Die Dorfbewohner mögen sie nicht und wollen eigentlich, dass sie wegziehen. Und sie leben eigentlich so in ihrer eigenen kleinen Welt. Die einzige Herausforderung ist immer, wenn Mary Cat in die Stadt geht und Einkäufe macht, weil sie dann von den Dorfbewohnern angestarrt wird. Es wird getuschelt, sie wird schikaniert, es werden Lieder gesungen über sie, weil es in der Familie einen Giftmord gab. Und ja, da ist die Frage, wer da wen vergiftet hat. Und ja, aus diesem Grund sind sie auch nur noch zu dritt, sprich die zwei Schwestern und ihr Onkel. War gut. Dann habe ich mir wieder ein Hörbuch geholt. Und zwar habe ich mir geholt Herr der Ringe, die zwei Türme. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr mal den ersten Herr der Ringe-Teil angefangen zu hören. Hab's aber immer nur so vom Schlafen hören gehört, bin dann eingeschlafen, habe nicht so viel davon mitbekommen. Also vom Schlafen gehen, Hörbücher zu hören, ist nicht immer so eine gute Idee sein. Das sind Geschichten, die man schon in- und auswendig kennt. Dann kann man sich davon so ein bisschen einlullen lassen. Aber eigentlich wollte ich da mehr aufpassen und habe jetzt mir im letzten Monat ja den Hobbit geholt. Ja, ich überlege gerade, ob ich euch das schon erzählt hatte. Oder im vorletzten. Irgendwann hatte ich mir den Hobbit geholt. Auf jeden Fall höre ich den jetzt auch gerade aktuell. Und allein schon aus dem Grund, weil ich gerne nochmal so ein bisschen Parallelen ziehen wollte zwischen dem Buch und den Filmen. Und weil ich den, die Story auch nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte. Ich hatte es zwar gelesen damals, aber ich
konnte mich nicht mehr so richtig dran erinnern und dann sagen, ja, das stimmt nicht, das ist dazu gedichtet, das passt oder auch nicht. Und höre es jetzt gerade und das gefällt mir halt richtig, richtig gut und es macht auch richtig Spaß zu hören und irgendwie muss ich dabei auch andauernd schmunzeln und lachen. Also man merkt halt, dass es ja eher für Kinder geschrieben ist und deshalb möchte ich dann, wenn ich das dann durch habe, wieder den Herr der Ringe Band, den ersten nochmal hören und habe mir jetzt den zweiten Herr der Ringe geholt. Genau, und bin mal gespannt, wie mir das wieder gefallen wird. Der zweite Band wird auch von jemand anderes gesprochen als der erste Band, aber fragt mich jetzt nicht, wie die heißen. Mal schauen, welchen Sprecher ich denn da besser finden werde. Dann habe ich mir überlegt, will ich demnächst mal was ausprobieren? Und zwar habe ich ganz viel davon schon im Internet gesehen. So Bienenwachstücher, dass man nicht, wenn man irgendwie Schüsseln hat, die man irgendwie in den Kühlschrank stellt und abdecken will, dass man nicht immer Folie nimmt, sondern diese Wachstücher, weil die kann man ja, wenn man sie so ein bisschen in die Hand nimmt, so verformen, weil der Wachs dann ja wieder weich wird und habe mir dementsprechend so Bienenwachspastillen geholt. Prinzipiell soll das ja wohl ganz einfach sein. Man legt einfach den Stoff, den man dafür gerne hätte, zwischen zwei Backpapierseiten und macht eben diese Pastillen da drauf und bügelt das dann. Mal schauen, ob das so einfach ist, wie ich denke und ob das alles so funktioniert. Werde ich auf jeden Fall berichten, aber irgendwie hatte ich mir das schon länger mal vorgenommen, aber hatte immer halt keinen Wachs und jetzt habe ich mir mal welchen geholt. Ja, was habe ich mir noch geholt? Und zwar habe ich mir diesen Monat, ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerne hin und wieder Animal Crossing spiele auf der Switch und ja, gibt es ja auch nur für die Switch von Nintendo. Ja, ich habe gerade überlegt. Und mittlerweile ist es ja so, also das Spiel finde ich ja richtig gut. Man hatte auch richtig, richtig lange Freude dran. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Stunden ich das schon gespielt habe. 350, vielleicht sind es mittlerweile auch 400 Stunden oder so. Natürlich nicht am Stück, immer mal wieder. Und aktuell spiele ich das vielleicht einmal in der Woche oder so. Aber weil ich da irgendwie Lust drauf habe, aber es für mich jetzt nichts mehr Neues gab, weil ich das halt schon so viel gespielt habe, weswegen ich auch immer so ein bisschen neidisch auf Leute bin, die das jetzt anfangen zu spielen, weil das so einen Spaß macht, finde ich, habe ich mir jetzt Animal Crossing Happy Home Paradise geholt. Das kann man sich downloaden, kostet glaube ich 25 Euro und hat dann nochmal mehr Möglichkeiten in dem Spiel. Und zwar kann man dann zur Arbeit gehen. Man geht dann zum Flughafen und sagt, ich will zur Arbeit. Das finde ich irgendwie schon ganz niedlich. Und kann dann für kleine Leute, Charaktere, wie auch immer, Ferienhäuser bauen oder einrichten. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich hatte da ein bisschen gezögert und wusste, na, ist das jetzt so spannend, da jetzt nur Häuser einzurichten. Aber es macht dann schon Spaß, weil es mehr Möglichkeiten gibt als im normalen Spiel. Also das kann ich empfehlen und das spiele ich aktuell auch wieder hin und wieder. Ja, ich glaube, das war's schon mit den Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ihr könnt mir ja gerne mal berichten, welche Bücher bei euch neu dazugekommen sind. Das interessiert mich auch immer sehr und lässt meine Wunschliste auch immer weiter wachsen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert das Glöckchen und abonniert den Kanal. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt. Und dann hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut!